Dabei ist es, wie gesagt, zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Das Taxi ist frontal gegen ein Hindernis geprallt. Dabei wurde Christian Käding leicht verletzt. Er ist dann auch gleich aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden und ist im Olympischen Dorf. Und Stefan Henze leider Gottes sehr schwer verletzt worden. Es ist so, dass sich in den letzten 12 Stunden keine Änderung der Situation ergeben hat. Das heißt, es ist eben eine sehr, sehr schwere Verletzung, auch ein lebensbedrohlicher Zustand. Das muss man eindeutig so sagen. Wir bitten aber auch aus Respekt gegenüber auch Stefan Henze und den Angehörigen, dass wir jetzt keine unnötigen Spekulationen durchführen wollen. Wir wollen auch warten natürlich, bis die Angehörigen vor Ort sind. Aber sicherlich steht unsere ganze Mannschaft unter dem Eindruck dieses schrecklichen Unfalls und dieser schweren Verletzungen, die Stefan Henze davongetragen hat. Alle sind erschüttert und beten und hoffen, dass es ihm bald wieder besser gehen möge.